Ich hatte euch ja versprochen, in Zukunft mehr über schwarze Löcher zu machen. Wir haben ja schon oft Bilder, Animationen oder Grafiken von schwarzen Löchern hier gezeigt, aber das waren immer nur Vorstellungen davon, wie ein schwarzes Loch aussehen könnte. Aber kein schwarzes Loch ist uns so nah, dass wir es wirklich zeigen könnten. Aber das wird sich bald ändern. Großes steht uns bevor oder besser absolut riesiges. Herzlich willkommen zu Klicksum Science and Fiction. Schon oft haben wir schwarze Löcher hier bei Klicksum gezeigt, aber das waren im Prinzip nur Fantasiegebilde. So stellen sich Wissenschaftler schwarze Löcher vor und haben Abbildungen aufgrund ihrer Daten und Untersuchungen erstellt. Also auf wissenschaftlicher Basis schon, aber das ist schon verrückt. Alle reden über dieses Phänomen, aber niemand hat bisher ein schwarzes Loch gesehen. Das wahrscheinlich realistischste Abbild wurde im Kinofilm Interstellar gezeigt. Dazu habe ich ja extra ein Video gemacht und durch die Raumzeitkrümmung erscheint dort die Akkretionsscheibe über dem schwarzen Loch, obwohl sie eigentlich dahinter liegt. Das ist schon mindblowing. Aber wie sehen sie nun wirklich aus? Wir hier auf der Erde haben nicht den blassesten Schimmer, aber das soll sich nun ändern. Dafür wird jetzt das größte Radioteleskop der Welt eingesetzt, das Event Horizon Teleskop. Es ist so groß, ja fast so groß wie die Erde. What? Wie geht denn das? Ganz einfach, Entschuldigung, nicht ganz einfach, aber genial. Die Wissenschaftler haben weltweit Teleskope zusammengeschaltet und sind jetzt endlich in der Lage, das große schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, zu fotografieren. Mit diesem größten Fotoapparat der Welt soll jetzt ein Bild von Sagittarius A gemacht werden. So heißt das schwarze Loch im Zentrum. Die Herausforderung ist, es enthält zwar 4 Millionen Sonnenmassen, aber der Ereignishorizont ist nur so groß wie die Umlaufbahn des Merkurs um die Sonne. Dabei ist es 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das bedeutet quasi, die Spitze einer Stecknadel in einigen Kilometern Entfernung zu fotografieren. Und dann ist es auch noch ein schwarzes Loch. Es selbst ist unsichtbar. Die Forscher hoffen, dass sie Gasströme abbilden können, bevor sie hinter dem Ereignishorizont verschwinden. Es wird quasi ihr letztes Aufflackern vor ihrem Verschwinden festgehalten. Zwischen dem 5. und 14. April sollen die Aufnahmen gemacht werden. Dafür wurden zahlreiche Teleskope weltweit mit Detektoren im 230 Gigahertz-Bereich ausgestattet. 20 Jahre haben die Vorbereitungen dafür gedauert. Die Daten werden dann im MIT Haystack Observatorium in Westford, Massachusetts zusammengeführt. MIT steht übrigens dabei für Massachusetts Institute of Technology. Bis allerdings erste Aufnahmen zu sehen sein werden, müssen wir uns etwas gedulden. Die Wissenschaftler rechnen mit ersten Ergebnissen erst 2018. Diese ersten Fotos werden wir natürlich hier bei Klicksum zeigen. Ich bin mega gespannt. Wenn ihr das und mehr nicht verpassen wollt, drückt mir ein Abo da aufs Auge und haut mir einen auf die Glocke. Hier geht es zu unserer Playlist zu schwarzen Löchern. Einfach draufklicken und bis dann. Bleibt dran.